Moin Jungs. So, letzte Woche hatte ich kein Video gemacht. Das lag einerseits daran, weil ich mir dachte, ich kann mir ja mal eine Woche frei nehmen, wenn man schon Ferien hat und so. Und sowieso war ich zweimal krank und war teils auch gar nicht zu Hause. Deswegen kommt jetzt erst was. So's. Ich denke, jeder kennt den Begriff Zeit. Und wenn man an Zeit denkt, ist natürlich jetzt die Frage, worauf zum Fick möchte ich hinaus? Findet ihr es nicht auch merkwürdig, wie quasi je länger etwas läuft, desto schlechter wird es? Oder so in der Art? Naja, schlecht ist es nicht automatisch, aber trotzdem. Fällt euch manchmal so auf, so von wegen, so war etwas zu Beginn und so ist es jetzt. Und dann fallen euch so viele Unterschiede auf. Und du fragst dich nur, wie sind wir hierher gekommen? Beispielsweise überlegt mal, wie zum Beispiel hat Dragon Ball angefangen. Will kein Anime-Channel sein. In dem Video geht's um Anime, lul. Ich meine, zu Beginn hatten wir diesen kleinen Wichser mit dem Affenschwanz, der Wunschkugeln gesammelt hat, um Wunsch. Und sieht mal einen an, wo wir heute sind. Ein verficktes Turnier aller Universen, um was zu bekommen? Wunsch. Never change a running system, würden manche sagen. Aber das funktioniert ja leider nicht immer. Ich meine, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite haben wir es total satt, wenn alles irgendwie gleich ist und wollen irgendwie Neuerungen haben. Ich kann mich noch gut erinnern, als zum Beispiel damals PUBG rauskam. Babaji. Und dann später Fortnite. Fortnite. Und dann so, keine Ahnung, wo, Black Ops 4 oder so. Also dieses Battle Royale Prinzip ist nicht neu, aber da war das richtig gehypt und so. Und ich glaube, wenn heutzutage ein Battle Royale rauskommt, dann ist das erstmal nett, aber das wird, glaube ich, nicht mehr so den krassen Hype auf sich ziehen. Glaube ich jedenfalls, aber was weiß ich schon. Auf der anderen Seite haben wir dann beispielsweise, sagen wir, du machst Musik, schon über einige Jahre. Und nach 10 Jahren wird dann gesagt, jo, mach mal Musik wie früher, das Neue ist... Also zum einen ist Variation irgendwie nötig, damit man immer was Frisches hat, aber auch nicht alles wird irgendwie angenommen. Und zum anderen haben wir, alles soll gleich bleiben und dann ist es irgendwie langweilig. Das ist, was ich mit Zeit meine. Ich meine, ich kann mich noch gut erinnern, wie ich, keine Ahnung, gefühlt mit 6, okay, was anderes, mit 8 oder so von der Schule kam und mir erstmal dachte, geil, ey, was mache ich jetzt den Rest des Tages? Heutzutage denke ich mir, ich komme nach Hause und es gibt so vieles, um was ich mich kümmern muss. Okay, muss ich actually nicht. Aber meine Sorgen und sowas, das hat sich über die Zeit einfach komplett verändert. Früher war mir halt nur so, was mache ich jetzt den ganzen Tag über? Lego spielen oder so. Und heutzutage muss ich mich damit beschäftigen, wie geht's, keine Ahnung, meiner Familie, meinen Freunden und so weiter und so fort. Und was mache ich den ganzen Tag? Aber das ist... Okay, das ist wahrscheinlich auch sowas wie Reife oder so. Keine Ahnung, was weiß ich. Was anderes, was mich auch ziemlich abfuckt. Aber es ist manchmal erschreckend, wie die Zeit gefühlt immer schneller wird. Ich meine, wenn man mir mit 6 Jahren sagt, oh, nächstes Jahr hast du Geburtstag, dann kommt es mir vor wie fucking 10 Jahre oder so. Oder besser gesagt, wie ein Jahr kommt es mir vor. Wenn ich heute überlege, oh, nächstes Jahr habe ich Geburtstag, dann ist das gefühlt wie nächste Woche. Ähnlich ist es auch in der Schule. Ich meine, vor fast 3 Jahren bin ich aufs berufliche Gymnasium gewechselt. Und heutzutage denke ich mir, scheiße, in 3 Monaten oder so muss ich Abi schreiben. Jetzt, was sich auch bei mir gewandelt hat, ist so die Ansicht auf die Schule. Ich meine, mit 8 Jahren, ich hatte null Bock drauf. Ich habe es zwar immer gemacht, weil ich mir dachte, das ist für die Zukunft irgendwie wichtig und so. Also das denke ich heute immer noch. Aber da war nicht viel mehr dahinter. Heutzutage denke ich mir, ich gehe in die Schule, um, keine Ahnung, meine Freunde zu treffen und so weiter und so fort. Ist immer so eine kleine Auslegungssache. So eine gesunde Mischung wäre natürlich gut. Das jedenfalls dazu. Und irgendwie brauche ich auch noch einen Abschluss. Kann's losgehen? Nein, es kann nicht losgehen!